Hallo, ich bin Anna und ich bin hier in Neukölln, denn hier findet das letzte Bezirksfinale von Dromocup statt. Wir haben schon von verschiedenen Bezirken für euch berichtet. Einmal von Friedrichshain, Kreuzberg, Lichtenberg, Pankow und Spandau. Natürlich werden wir auch vom Halbfinale und Finale berichten. Denn da bekommen wir einen coolen VIP-Shuttle vom Autohaus Bernd Quinke. Jetzt zurück zum Bezirksfinale. Welche beiden Mannschaften aus Neukölln werden sich qualifizieren? Ein Mensch natürlich, eine Mannschaft. Was ist das Besondere an eurer Mannschaft? Dass wir alle eigentlich lustig sind, auf dem Spielfeld uns gut konzentrieren können und auch viele Tore schießen können, wenn wir es wollen. Also unsere Stärken sind auch dabei, weil wir kennen uns so schon seit circa 4 Jahren alle. Und deshalb können wir motivieren uns beim Spielen und deshalb können wir öfters gewinnen und das freut mich. Was werdet ihr tun, um den Dromocup zu gewinnen? Wir werden weiterhin Spaß haben, weiter kämpfen und alles geben, was wir können. Und wir hoffen, dass wir so gewinnen. Man muss miteinander spielen, nicht einzeln. Und dann noch am Ende treffen. Wir müssen schön Pässe spielen, kein Ego und immer dranbleiben. Das Wichtigste im Fußball ist Teamwork. Ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Die Richard-Grundschule hat die Ehre, die Fußballfrage des Tages zu ziehen. Die Frage lautet, was ist eine Relegation? Keine Ahnung. Ich schätze mal, es ist irgendwo so eine Kamera oder sowas. Was ist eine Relegation? Relegation? Was ist das? Eine Relegation ist ein Spiel um den Abstieg. Eine Relegation ist, wenn in der ersten Bundesliga der 16. Platz spielt gegen den 3. Platz um den Aufstieg. Also wenn der 16. Platz gewinnt, dann bleibt er in der Bundesliga und wenn der 3. Platz gewinnt, dann kommt er in die Bundesliga und der 16. steigt ab. Ob die Antwort richtig ist, seht ihr am Ende des Clips. Wie ist das letzte Spiel gelaufen? Also das Spiel ist gut gelaufen, wir haben 3-1 gewonnen. Ich habe ein Tor geschossen und einer von uns hat 2 Tore geschossen. Ist gut gelaufen, wir sind jetzt im Halbfinale. Mal gucken, was wird. Wie schätzt ihr eure Gegner ein? Also am Anfang dachten wir, dass alles so leicht sein wird, aber jetzt haben wir erfahren, dass es nicht so einfach ist und dass wir bis zum Schluss kämpfen müssen. Ihr habt ja dieses Jahr den Einzug ins Halbfinale verpasst. Was würdet ihr dafür trainieren, dass ihr es nächstes Jahr schafft? Wir würden ja zusammenspielen und auch die Tore schießen nicht immer vor dem Tor passen. Und auch die Schnelligkeit müssen wir verbessern. 2 Mannschaften haben sich ja qualifiziert. Wie schätzt du die beiden Mannschaften ein? Ja, jetzt ist alles möglich. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre ist es eigentlich immer so, wer sich bis in das Berliner Finale vorkämpft, da hat auch alle Möglichkeiten weiterzukommen. Da gibt es dann meist nicht nochmal eine große Steigerung irgendwie im Niveau oder sowas. Da kommen ja aus allen Bezirken die 2 Besten und die kommen alle meist mit einer guten Mannschaft an. Und da ist alles möglich. Wie wollt ihr trainieren, dass ihr es zum ersten Platz bekommt? Wir werden versuchen, gut zu trainieren, damit wir hoffentlich wieder 1. oder 2. Platz werden. Und Halbfinale steht an. Und jeder von uns freut sich halt einfach weiterzukommen. Es ist egal, ob es der 1. oder 2. Platz ist. Hauptsache man ist weiter. Was ist das für ein Gefühl, Erster zu sein? Es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft? Ja, sehr. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir Erster werden können. Und ich freue mich sehr für unsere Mannschaft. Wir haben es geschafft, weil jeder spielt an einer Mannschaft fast von uns. Und jeder hat einzeln ein Training. Und wurden wir immer besser und haben einfach es geschafft. Wir verabschieden uns jetzt hier aus Neukölln und gucken, was eine Relegation ist. Relegationsspiele finden dann statt, wenn es um besondere Entscheidungen geht, meist bei Auf- und Abstieg. Das heißt also, wenn zum Beispiel der Drittletzte der Bundesliga gegen den Ersten der 2. Bundesliga nochmal spielen muss und daraus entscheidet sich dann, wer im nächsten Jahr in der Bundesliga spielt.
Das war das letzte Bezirksfinale. Nun stehen 24 Mannschaften im Halbfinale. Wir bedanken uns bei Bernd Quinke, unserer Unterstützer, und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen im Halbfinale in Charlottenburg. Tschüss!